Willkommen zum finalen und letzten Part Kirby Star Allies. Im letzten Part haben wir die Helden in einer anderen Dimension abgeschlossen und einen heftigen finalen Bosskampf gegen die drei Schwestern gehabt, die wir dadurch jetzt als Traumpoint freigeschalten haben. Und mit diesem Gesundheit-DDD möchten wir die ultimative Auswahl jetzt spielen. Ich habe den drei Fragezeichen-Modus mir auch nochmal kurz angeguckt und es ist, wie ich dachte, ein Best-of. Und ich glaube, wir verpassen nichts, wenn wir den skippen. Und ich glaube, ich kann auch die drei Schwestern zu Genüge hier in der ultimativen Auswahl zeigen. Denn egal wie lange es dauert, egal wie viele Versuche ich brauche, das hier wird definitiv die letzte Folge. Und wenn die Folge dadurch 2 Stunden lang wird, dann ist das eben so. Ich nehme, wie gesagt, die drei magischen Schwestern und dann schauen wir uns noch einmal an, welche Schwierigkeitsgrad wir hier jetzt verwenden werden. Es ist nicht die süße Brise. Nicht der milde Bumm. Auch nicht der bekannte Ausflug. Oder die heiße Reise. Genauso wenig ist es die scharfe Prüfung. Auch nicht der feurige Kampf. Und so die kochende Krise. Es ist auch nicht der Seelenschmelzer, denn wir müssen diese Tastenkombination eingeben. Für den Seelenschmelzer-Ex, der uns komplett die Seele rauben wird. Genauso wie Kirby hier rechts, das ist auch irgendwie sehr nice und passend. Und schau dich an, wie das Essen einfach nur total am Verbrennen ist. Aber im Moment geht es mir noch gut. Schauen wir, wie es mir in einer Stunde oder so gehen wird. Denn dieser Modus ist wirklich hart. Der wahre, mega harte, absolut finale Kampf steht an. Trifft die ultimative Auswahl bei Seelenschmelzer X. So. Bevor es in den ersten Kampf geht, werde ich auch noch mal kurz mit den drei Schwestern zeigen, was die so können. Das hier ist immer gleich. Störjour, ist es wirklich wahr? Die eisige Franziska ist zu einer Freundin geworden. Dieser coole Charakter ist bekannt dafür, Gegner zügig in Eis einzuhüllen und sie dann als Trophäen zu sammeln. Wow, wie fies von ihr. Das macht sie ja gleich noch mehr bestgirlig. Und diese Sammlung wächst stetig. Und das wird sie auch in dieser Folge. So, und wir können als allererstes mit Y runter. Können wir zu Flamberger wechseln, die ebenfalls nochmal ihre eigene Lore hat. Störjour, unglaublich aber wahr, die feurige Flamberger hat sich dem Kampf der Traumfreunde angeschlossen. Man kennt sie dafür, dass sie Franziskas Trophäen ungewollt schmelzen lässt. Jetzt kannst du ihr feuriges Talent einsetzen. Aber wenn die immer schmelzt, dann wie werden die dann immer mehr. Da muss Franziska sicher ordentlich Mühe geben. So, und wenn wir nochmal drücken, werden wir Partisane. Die älteste der magischen Schwestern wird ihre elektrischen Fähigkeiten in deinen Dienst stellen, denn sie ist sehr loyal und begleicht stets ihre Schulden. Aber nur dieses eine Mal. Darauf besteht diese Magierin mit dem außergewöhnlichen Namen Partisana. Ja, und jede von ihnen hat ihre Moves, wie sie sie auch in den Kämpfen einsetzen. Moment. Man kann auch Super Moves von ihnen einsetzen. Und ich glaube, den kann man auch noch. Und wie ging denn noch der andere? Moment, sie hat noch einen Move. Die haben wir gesehen. Ah, einfach nur Y gedrückt haben. Dann schmeißt sie ihre Axt so. Und Flamberger hat zwar ähnliche Moves, aber hält auch ein bisschen anders. Ihre normale Kombo zum Beispiel ist so. Sie hat als Dash den Move hier. Sie kann diesen Move machen, mit dem sie mich immer eingesammelt hat. Diese Schwerter. Und natürlich kann sie auch ihr Feuer und Partisane kann so einen Dash. Das ist ihre normale Combo. Ups, wechseln wollte ich jetzt nicht. Nach oben macht sie den.
Und den Laser kann sie ebenfalls. Ich glaube, das war noch nicht alles. Sie hat, glaube ich, noch einmal. Schuppen in der Runde. Ah ja, hier. Das ist so eine, unter Rechts-Kombo. Ist ganz schwierig auszufüllen, aber dafür auch extrem effektiv. Und jede verhält sich auch in der Luft ein wenig anders. Wie ihr zum Beispiel seht, Partisane schwebt so und kann, Pikachu ausweichen machen. Dagegen, Franziska ist ein bisschen langsamer und weicht so aus. Und Flamberger macht diesen Hüpfer, den sie immer in die Ecke macht. So, außerdem seht ihr jetzt beim Seelenschmelzer X haben wir mehr Heil-Items und bessere Heil-Items als in der Stufe davor. Außerdem haben wir unsere volle Lebensleiste, die ihr unten rechts sehen könnt. Und die werden wir auch brauchen, denn wir kämpfen jetzt gegen die Parallelversion von allen Bossen. Sogar von Bossen, die wir in dem anderen Modus nicht gesehen haben. Aber jetzt geht es erst los mit Wispy und den kennen wir noch. Das heißt, der müsste auch dieselbe Lore haben. Ja, ich glaube, das ist die Lore aus dem anderen. Und ich habe jetzt Lamberger genommen, weil sie mit dem Feuer effektiv gegen den Wispy ist. Okay, hier unten scheine ich sicher zu sein, aber ich gehe weg, weil ich weiß, dass er jetzt wieder einsaugen wird. Okay, das kann ich ihm auch aus der Hand schlagen. Und dann kann ich relativ sicher die nächste Phase beginnen, aber da wollte gerade ein... Okay, jetzt gehe ich schnell weg. Dann muss ich drüber und... Franziska hüpft nämlich nur so in der Luft, deswegen... Ah, jetzt wurde ich getroffen, leider. Ah, verdammt, ich konnte nicht ausweichen. Zum Glück habe ich jetzt noch iFrames und der Kampf ist fast vorüber. Ich muss ihn nur noch einmal dashen, hoffentlich. Okay. Aber das muss man eigentlich ohne Damage schaffen. Also der Run ist eigentlich jetzt schon verloren hier. Aber ich werde es so machen, wenn ich scheitere, dann cutte ich immer zu dem Bosskampf, wo ich gescheitert bin. Und jetzt geht es weiter mit Minibossen. Theoretisch könnte ich ein Heil-Item nehmen, aber ich muss lernen, ohne auszukommen. Und deswegen nehme ich jetzt die Gefahr auf mich. Die Minibosse sind immer am schwersten. Weil die halt so ein Mieset haben, das... Und jetzt kommt Bernd. Ich weiß nicht, warum ich da getroffen wurde, jetzt ehrlich gesagt. Aber ich mach mal den hier, denn ich kann mich eigentlich ganz gut... Oh. Okay, ich muss wegbashen. Ihr seht, wie schon mehrere Treffer passiert wurde. Ja, aber Partisane ist sehr gut gegen diese Gegner eigentlich. Und jetzt kommt Doppelbunkers. Das wird jetzt besonders hart. Aber Bunkers hat eigentlich keine so gute Reichweite. Deswegen kann ich eigentlich aus der Entfernung gut gegen die angreifen. Jetzt versuche ich wieder rüber zu kommen. Ein Bunkers ist besiegt. Der zweite, der wird nicht so viel Schaden. Da gehe ich wieder runter. Fake Funky Kong, geh weg. So. War's das? Okay, das war die erste Runde an Minibossen. Die Treffer gegen Eisbert hätten echt nicht sein müssen. Und jetzt kommt der einzige Boss, der nicht stärker geworden ist. In diesem. Den besten Dash hat Franziska, deswegen werde ich jetzt mit ihr diesen Kampf machen. Ach stimmt, und ich es gibt noch was. Wenn ich nach unten gehe gedrückt halte. Hier geht es nicht. Ich glaube, da muss ich vielleicht in Kampf zeigen. Sie können noch einen Combo-Move.
Musik zusammen. Ja, sie können nämlich das Freundesrad ganz alleine machen und damit einen heftigen Übermove, der die gesamte Erwehr trifft. Und die beiden fast insta-killen. Schaut euch den Damage an. Was zum Teufel? What the hell? Das ist ja mega gut dann. Okay, den hab ich jetzt leider verkürzt. Ah, verdammt. Die muss man wirklich ohne Damage schaffen. Vor allem, wenn die so einfach gehen, dann habe ich da die perfekte Strategie für die. Kann man diesen Supermove jetzt einfach in jedem Kampf machen? Oh nein, jetzt kommt Doppelkrako. Okay, da muss ich mich heilen. Wie gesagt, Kun und Kun sind die normalen, die wir kennen, weil die keine Special Form haben. Da haben sie einfach keine Idee gehabt, wie man den Bosskampf interessanter machen kann. So, und auch gegen Krako werde ich Franziska einsetzen, denn Franziska hat Eis, was sehr effektiv gegen das Wasser ist, was Krako machen wird. Und ich glaube, Krako fängt ja direkt damit an. Ah, verdammt, leider hat sich jetzt mein Angriff gerecht. Okay, ich konnte rausdashen. Oh, der Damage, schaut euch das an. Okay, dashen. Ui, hoch und nochmal. Okay, die Form haben wir erledigt. Mit nur einem Treffer, das ist sehr gut. Jetzt kommt aber natürlich die wahre Form. Auf Glück dürfte sich die Form nicht verändert haben, weil das ist ja der Kampf, den wir kennen. Okay, da muss ich aber... Natürlich bin ich genau reingedasht, leider. Franziska hat halt sehr viele Elfenbeins. Okay, jetzt konnte ich mich sehr gut durch und durch bewegen. Nur werden sehr, sehr schlimm. Am besten sollte man... ...nach links gehen daran, um den Donner zu entkommen. Okay, ich glaube... Da soll ich durchdashen. Okay, da macht er jetzt gleich wieder den riesigen Donner. Ich sollte, denke ich... Hochlademoves machen. Jetzt nur ab und zurück. Ich konnte durchdashen. Da konnte ich leider meine Appings nicht optimal nutzen, aber... Naja. Krako ist, finde ich, das schwerste von den Bossen, also... Vielleicht okay, wenn man da Damage nimmt. So, jetzt kommen mehr Mini-Bosse, also wechsle ich zu Partisane. Wir haben noch 10 Bosse übrig und wir haben nur noch 4 Heil-Items. Es sieht eigentlich nicht gut aus. Ich glaube übrigens, die Mini-Bosse haben auch keine Lore, das werde ich gleich mal überprüfen. Kawasaki, unser Lieblings-Miniboss. So, hat er Lohn? Nein, hat er nicht. Und er bekommt diese Masken als... Okay. Ich werde mal den einsetzen, aber ich muss abhauen. Ich treffe den Laser sehr schlecht. Mit den Lasermatten, da trifft er mich sehr gut, wenn ich so weit wegstehe. Und macht mega viel Damage, wie ihr sehen könnt. Jetzt muss ich aber eigentlich abhauen. Normale Angriffe machen. Verdammt, die sind nicht eingespawnt. Okay, aber ich hab sie dann noch relativ gut erledigt. Max
dem letzten... So, ich mach... Oh, in die falsche Richtung, Leute. Station. Ah. Okay, den habe ich zum Glück besiegt. Okay, letztes Mal den Laser. Die Laser sind so gute Moves einfach. Damit kann ich auch das hier erledigen. Oh, man kann schlechter abschneiden gegen die. Und die Musik ändert sich. Und schaut, wer uns hier erwartet. Es ist Franziska, die wir noch nicht in dieser Form bekämpft haben, weil wir ja nur die drei Schwestern zusammen bekämpft haben. Und das heißt, auch sie hat neue Lore und hat ein sehr mystisches Hintergrundbild hier. Ich werde mit Flamberger arbeiten, denn Feuer ist natürlich sehr effektiv. Wenn sie den Wassermove macht, könnte ich wechseln zu Partisane. Und wir haben neue Lore für diese, die ich sehr interessant finde. Es war einmal vor langer Zeit, da befand sich ein Mädchen jämmerlich frierend in einem Schneesturm. Doch dann erschien ein mysteriöser Fremder und offenbarte ihr Talent für Eismagie. Blau gefroren blieb sie weiterhin, das klare Blau der Franziska. Und was hat es zu bedeuten? Dieser mysteriöse Fremde kann eigentlich nur Heines sein. Und der hat sie gerettet, als sie quasi am Rande des Todes war, und deswegen folgen die drei Schwestern ihm. Und das zeigt eigentlich, was für ein toller Mensch Heines mal gewesen sein muss. Damals, und man erkennt auch, ich habe ja gesagt, Void Terminal, ne, ist erstanden durch die ganzen negativen Gefühle, die es während der Zeit der Ancients gab. Ich meine, das zeigt auch, wie furchtbar diese Zeit gewesen sein muss, wenn Franziska hier von einem Schneesturm geplagt wird. Und bei den anderen Schwestern werden wir es ähnlich erfahren, aber dazu, wenn wir soweit sind. Also das muss wirklich eine Zeit gewesen sein, wo es mega... Oh, sie macht den Move direkt. Kann ich da durch einframen? Dann könnte ich sie nämlich gut von hinten behaken. Oh, aber der Move... Oh, ich konnte sogar... Ich konnte ihre Axt einfach verbrennen. Das wusste ich noch gar nicht, dass das geht. Ah, aber verdammt, der Move ist leider... zu schnell. Aber wir haben sie in die nächste Phase gebracht. Es ist jetzt halt ein ganz komplett neuer Move für mich. Aber da ich Franziska... Hä? Warum wurde ich getroffen? Da ich Flamberger benutze, kann ich ihre Eiszapfen benutzen, um mich voll zu heilen. Und der Bär stammt eigentlich von Flamberger ist auch einfach so endlich nice. So, schön in der Ecke bleiben. Und das ist der letzte Hit. Sie kam gar nicht dazu, ihren Move zu machen. Und das ist eigentlich das Wichtigste hier. Bei Franziska sich die HP voll abzuladen. Denn mit den Heil-Items wäre das eigentlich kaum machbar, das zu schaffen. Und jetzt kommt... Flamberger. Und bei Flamberger sollte ich mit Franziska arbeiten. So. Wasser wäre zwar noch besser, aber ich habe ja einen Wassermove mit Franziska. Aber was ist mit Flamberger? Es war einmal vor langer Zeit, da schrie ein Mädchen gen Himmel inmitten eines tosenden Infernos. Kurz bevor sie das Bewusstsein verlor, erschien ein mysteriöser Fremder namens Heines und offenbarte ihr Talent für Feuermagie. Flamberger war geboren. Ich meine, Franziska stirbt fast in einem Schneesturm, Flamberger stirbt in einem Inferno, ich meine, what the hell? Was muss das für eine Zeit gewesen sein? So, und... okay. Ich muss mir erstmal eine Strategie überlegen. Damit ich jetzt nicht mehr so viel Damage nehme. Doch. Das ist eine ganz gute Idee, wenn ich das schmeiße. Ein bisschen auf den Flammen spielen. Ich kann auch mehrere schmeißen. Aber am effektivsten wäre es... Ah, verdammt. Da muss ich aber abpassen. Okay, vielleicht kann ich auch die ganz gut nutzen. Ah, verdammt. Ich nehme so viel Treppe.
Von oben konnte sie eigentlich auch mega gut abschießen. Besonders jetzt, wenn sie... Nein, sie macht den. Okay, dann muss ich möglichst wegdashen. So. Ah, verdammt, ich kann die, Aber ich kann auch ihre Bullerbälle zerstören mit diesen Eiszeiten. Oh, trifft mich das da? Nein, ich kann nicht wieder so schnell. Gut. Das ist ein bisschen spammy, der Kampf gerade, aber ich weiß leider nicht, wie ich mir besser begegnen könnte. Nicht runter, sondern wieder Eiszapfen schleudern. Ich habe die Hälfte meiner HP verloren, das ist nicht gut. Denn jetzt haben wir Franziska hinter uns. Da ist der Damage, den ich jetzt nehme, permanent. Noch 7 Gegner, 4 Heil-Items. Ich werde mal das kleinste nehmen, das mir so ein Viertel heilt. Und als nächstes haben wir die weiße Partisanen-Version. Auch sie natürlich mit ihrer eigenen neuen Lore, wie sie fast gestorben ist. Und die geht schon fast los, bevor der Kampf überhaupt beginnt. Es war einmal vor langer Zeit. Das zeigt eigentlich auch dieser Satz alleine, dass es sich um die Zeit der Ancients handeln muss. Da stieg ein armes Mädchen einen Turm hinauf und wurde dabei vom Blitz getroffen. What? Die wurde sogar wirklich getötet? Kurz vor ihrem letzten Atemzug erschien ein mysteriöser Fremder und offenbarte ihr Talent für Elektromagie. Das war der Anfang von Partisane. Und wie stark muss denn eines damals gewesen sein, wenn der die quasi wiederbeleben konnte? Da muss es ja echt drauf haben. Okay. Ich mache mal den einfach mit. Ich glaube, wenn man den einsetzt, kann man den danach in der Zeit nicht verwenden. So. What the hell? Seht euch den Noob an! Okay, ich hau ab. Ja, jetzt macht sie diesen. Ich glaube, den macht sie dreimal. Das heißt, hier sollte ich sicher sein. Warum guckst du mal rechts, Franziska? Okay, ich konnte es unterbrechen. I-Frame durch. Jetzt muss ich den aufladen, denn Wasser ist die Schwäche, während sie das macht. Aber man sollte unter ihr stehen. Dann wechselt sie nochmal die Seiten und ich bin auch wieder safe, wie es aussieht. Ich habe sie gestunt. Sehr gut. Jetzt kann ich zu ihr hingehen und sie ordentlich vermöbeln. Und das war der Partisane-Battle. Also, man hat mit den drei Schwestern, dadurch, dass man alle Elemente besitzt, außer Wind, eine sehr gute Möglichkeit, gegen die auch zu handhaben. Und nun geht es gegen Meta Knight. Und ich glaube, gegen ihn wäre Lambert eigentlich sehr gut. Besonders dieser Ortleichter durch ihn durchdashen kann. Das ist, denke ich, eine gute Idee. Also bisher läuft es eigentlich wunderbar. Und da ist der bronzene Ritter, dessen Lore wir, glaube ich, auch schon kennen. Ja. So, und was hier meine ich? Er kann zwar abwehren, aber wenn ich da durch ihn durchdashe, und er kommt halt auch immer zu einem hin. Super-Block gemacht, habt ihr gesehen. So, durchdashen. Okay. Die nächste Phase ist erreicht. Während er in der Luft ist, kann ich ihn ordentlich behaupten. Jetzt muss ich aber im richtigen Moment dashen, um dem Angriff zu entgehen und dem auch. Okay, ich weiß nicht, wie ich das ausweiche. Okay, aber hat funktioniert und ich muss wegdashen.
Okay, das heißt, in meiner Reaktion echt gut zum Glück. Da muss ich drüber jumpen. Okay, jetzt kann ich von hinten ein bisschen drauf holen, aber... Ah, verdammt, jetzt wollte ich den Dash gar nicht. Er ist jetzt so am Rand. Okay, durch beide durchdashen am besten. Okay, jetzt wieder den machen. Ja, er hat keine Chance. Alles klar, Meta Knight, das Schwertduell. Unsere Schwerter sehen sich auch ein bisschen ähnlich, finde ich. Aber ein Treffer gegen Meta Knight, das ist okay. Das ist echt sehr okay. Es sind noch 5 Kämpfe. Und die Musik wird immer bedrohlicher. Gegen DDD. Die Musik ist so nice. Okay, gegen DDD, wen nehme ich? Ich glaube eigentlich auch, dass Flamberger sehr gut gegen ihn wäre. Und auch er sehr viele Stampfer und Dashes macht. Aber ich glaube, sobald er die Phase wechselt, muss ich zu Blutisonne tauschen. So, er wird erstmal angedasht kommen. Und da kann ich eben durchdashen. Dash von Flamberger ist allgemein einfach mega nice, weil man die Länge, wie weit sie dashen soll, beeinflussen kann. So, das ist jetzt schwierig, weil... Genau. Da muss ich nämlich... überspringen. Oh nein, was mache ich dagegen? Okay. Dashen! Okay. Jetzt wechsle ich zu Kurtisonne. Denn bei seinen Punches, da muss ich schneller sein. Aber ich glaube, ich werde gucken, ob ich den machen kann. Und dann kann ich ihm schon mal guten Damage machen. So, sieht er. Er dreht sich nämlich mega schnell, wenn er puncht. Die Sonne kann eben nach dem Dash sich nochmal umdrehen. Und das macht sie eben auch sehr wendig. Okay. Gefällt mir, wie das gelaufen ist, auch wenn ich einmal Damage genommen habe. Jetzt kommt Heines. Noch 4 Gegner und ich habe 3 Heil-Items. Ich denke, ich werde heilen müssen. Die Musik ist jetzt sehr Main-Theme-mäßig. Ich denke, ich muss mich heilen. Und gegen Heines ist, glaube ich, Franziska ganz gut. Weil ihr Dash ein bisschen langsamer ist. Und sie den kombinieren kann mit ihrem nach oben und unten Angriff. So, was Heines anbelangt, hat er, glaube ich, keine neue Lore. Ne. Seht ihr, ich kann ihn schön hier durch seine vielen Angriffe durchreden. Okay, da muss ich abhauen. Ah, ich muss in die Mitte. Okay, da konnte ich den Ausweicher zwar nutzen, aber leider. Hä? Okay. Jetzt hat sie irgendwie... Achso, da geht sie nur noch den Dash oder was?
Nein, das ist schon schwierig. Hier muss man sehr, sehr gezielt sein. Okay, die Phase überstanden. Aber eigentlich kommt jetzt die schwierigere Phase. Werde ich wechseln? Und das hier übrigens, ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich nicht gesagt während des Kampfes mit ihm. Aber der Beispielsatz, der zeigt eben dann wieder gut seine, wie langsam dieser Prozess gewesen sein muss, als sie ihre Herzen benutzt haben, um Void Terminal wegzusperren. Und Heines eben langsam von diesem guten Menschen, als den wir ihn jetzt erfahren haben, der die Schwestern gerettet hat, zu dem wirren Monster geworden ist, das er jetzt ist. Und ich habe entschieden, ich wechsle zu Flamberger. Und wenn er diese Angriffe macht, kann ich eigentlich sehr gut durch und durch dashen und viel Damage machen. Aber man muss sich dann immer merken, dass ich die Schwestern anders spielen. Okay, ich kann hier auch ein bisschen von der Entfernung behalten. Okay, den wäre jetzt eigentlich eine gute Idee. Aber macht jetzt nicht so viel Damage leider. Macht's von der anderen Seite. Okay, die Phase ist auch nicht überstanden. Jetzt kommt der Kreis. Ich glaube, da ist jetzt der Kassane Dash am besten. Verdammt. Ich wurde getroffen. Nein, ich wurde wieder getroffen, weil sie nicht gedasht hat. Dann macht man dann einen Laser. Eigentlich sollte ich warten, denn auch bei Heines kann man nochmal HP dazu bekommen. Scheiße, jetzt habe ich aber versehentlich... Nein. Jetzt habe ich Mist gebaut. Denn Heines Mist druckt ja auch meine Items. Wenn man seinen Schild kriegt in der letzten Phase. Das habe ich jetzt leider versäumt. Das ist jetzt sehr unangenehm. Und jetzt kommen die drei magischen Schwestern als Boss. Und da habe ich jetzt eigentlich keine andere Wahl, als eine Tomate zu nehmen. Weil die sind alleine schon so heftig. Welche der Schwestern ist jetzt am besten? Die Sonne ist gut gegen Franziska. Flamberger ist gut gegen Franziska. Franziska ist zwar mit Wasser gut gegen beide, aber ich werde nicht die Gelegenheit haben, ihren Wassermove zu machen. Weil ich da keine Airframes habe. Also muss ich... Ich muss eigentlich Partisane nehmen. Da komme ich am schnellsten aus ihren Angriffen raus. Ja. Okay. Ich sollte mich jetzt konzentrieren auf Franziska, weil ich gegen hier einen Elementvorteil habe. Aber allgemein... Hey, ich wollte wieder... Ich wollte eigentlich dashen, aber es hat es nicht gemacht. Ich wurde getroffen. Ihr wisst, ne, auch die Ulti von denen, die kann... Ich muss raus, ich muss weg. Ich muss hoch. Ich muss in die Ecke. Okay, Phase ist überstanden. Okay, das ist ein schlechter Ort, ich wurde getroffen. Das heißt wahrscheinlich, ich sterbe.
ja, es kann passieren. Aber seht ihr, es one-hittet einen nämlich doch, wenn es einen richtig trifft. Na gut, das war mein erster Versuch und ich werde jetzt nochmal bis zu den drei Schwestern spielen und dann sehen wir uns gleich weiter. Also, ein Cut. Schwestern, Alter. Fühlen mich einfach mit dem Wunder. Ich glaube, es ist sogar das Sinnvollste, was es gibt. Ich mache folgende Entscheidung. Wenn ich einen Kurs No Damage schaffe, dann werde ich das auch mal drin lassen, denn dann sieht man die Strategie ganz gut. Und gerade dieser Move eignet sich eigentlich wunderbar bei Whisper, um den No Damage zu machen. Da man eigentlich überall ihn erwischen kann, mega harten Damage macht und so kriegt man Whisky wirklich wunderbar down, ohne Schaden zu nehmen. So. Und ich schätze den Mini-Boss-Kampf, weiß ich auch jetzt, wie man den No-Damage macht. Denn was bei Flamberger funktioniert, sollte bei den Mini-Bossen eigentlich auch funktionieren. Die gehen so schnell da. Aua, naja. Kein No Damage, naja. Aber theoretisch. Ah, verdammt. Das hat nur Damage nicht funktioniert, aber ich glaube, ihr versteht den Gedanken dahinter. Abstand gehen und die Nova machen ist einfach das Sinnvollste. Hier mag ich eigentlich, was ich gemacht habe. Das ist der einfachste Boss in dem. Ihr seht ja, wie wenig der selbe Angriff gegen DDD Damage gemacht hat. Aber weil sie zu zweit sind, kriegen sie halt auch doppelten Damage. Paco, wechsle ich mal die Strategie auf Partisan. Wo ist der Kacke? Macht er jetzt keine... Ja, er macht den. Aber ich bin nicht aus sicher am Kommen.
Ja, alle gut. Ah, verdammt. Jetzt ist auch sein Ende. Also Krokoschnell. Jetzt zeige ich euch ja irgendwie doch leben kann. So, Minibusse, nein, danke. Keine Heilung für mich. Warum war ich jetzt so weit weg? Nein! Nee, das ist nicht gut. Und aus dem Zimmer anhalten. Oh, stimmt, dann kommt er noch. Die Doppelbugs, die sind echt schwer. Also da, no damage. Ich glaube für einen Berger da liegen wir am besten. So, ich nehme kein Item, weil das ist Franziska. Kann eine schlechte Entscheidung sein. Ja, oder doch, nein, ein... No damage schaffe ich die, glaube ich, nicht. Also ich nehme eins. Aber ich versuche den Kampf mit vollem Leben zu beenden. Okay. Doch. Zerschießt wie die Männer. Ja, das ist sehr gut. Einen Sprungdash am Boden. Der gute Eiffel-Speeder. Also die Sprungfähigkeit ist quasi auch bei Lamberger mit drin. So, und jetzt haben wir volle HP. Und so soll es jetzt auch bleiben. Verdammt. Manchmal dreht man sich da so komisch. Der Sprung ist auch gut. Besonders in Kombination damit. Den sollte ich etwas benutzen. So, Flamberger, da brauche ich Franziska. Die ist schwierig. Relativ sicher eigentlich immer nur.
aber man sinkt langsam nach unten, das sollte man da beachten. Und ihr seht übrigens, sie machen extra nicht ihre Super Moves, damit man die nicht auskontert. Am besten ist es wirklich den Rest mitzunehmen. Okay, nicht ohne Damage, aber besser als beim ersten Mal. Also denke ich, da ist auch eine Strategie gewonnen. Das macht sie gleich in den schicken und jetzt kann ich sie so ungefähr hier ist man schon. Nicht jetzt. Komm, töte sie noch! Oh Gott, so. Ich weiß nicht, ob man die Moves auch abbrechen kann. Ich muss mal testen. Ja, man kann die auscanceln mit den Evasion. Evasion Moves. So spricht man das aus. Aber die Eye-Items laufen ja jetzt mega gut. Vielleicht schaffe ich es, in den Versuch weiterzukommen und dann lasse ich vielleicht den gesamten Versuch drin, wenn es so gut wird. Oh, das war sehr gefährlich. Langhoff macht auch sehr guten Damage. Aber die Dashes sind einfach nur am sinnvollsten. Aha, seht ihr, und wenn man ihn hier angreift, macht er diesen Ultra-Kombo. Abstand gehen. So. Gute Damage, aber ich muss abmachen. Ah, ich könnte es nicht, verdammt. Ich wiggle schon so gut es geht, aber es passiert nichts. Jetzt nehme ich so viel Damage. Aber noch immer den. Sobald man Kimmel bekommen ist, hat man eigentlich gewonnen. Eigentlich sollte man bei Mittelnet defensiv spielen und einfach auf den einen Moment würden. Und danach ist er wirklich kein Problem mehr. Diese D habe ich mit. Ich kann mir jetzt leisten, Highlights zu nehmen. Ich habe das mit Flamberger gemacht, ne? Thank you.
Der Angriff in der Luft war Hammer. Sehr schön, okay. Hier einfach. Schmeißen ist mir relativ egal, wenn ich es. Und jetzt muss ich crashen, so wie es geht. Okay. Die DD auch relativ gut durchgekommen. Eine No-Damage-Strategie habe ich auch nicht gegen den. Ich weiß es nicht, wie man das machen soll. Er hat zu. Heftige Moves. Wir sind bei Heilnis. Theoretisch könnte ich mir jetzt also wieder die Heilung erschleichen. Und Siska, du hast dich eigentlich sehr bewährt gemacht gegen ihn. Eigentlich sogar fast. Ja, das funktioniert gut. Da muss ich eigentlich weg. Ich stelle mich leider sehr schlecht an. Ich wollte schon von deiner Augen. Ah, jetzt. Ich will noch so durchbashen. Ah, das ist so schwer mit. Vielleicht werde ich jetzt versuchen sein. Heilen. Stopp. Nee, bei denen geht das nicht. Die sind zu groß. Zu heikel. Ich werde mich einfach mit einer Maxi-Tomate heilen jetzt. Ich will nicht noch drauf gehen. Ich denke, ich habe genügend Items übrig. Es sind noch 3 Kämpfe und ich habe 4 Items. Also sollte ich nicht so reizen. So, zurück zu den Schwestern. Diesmal bitte nicht durch den One-Hit getroffen werden. Ich sollte vor die Sonne bleiben, die kann am besten ausleuchten. Bin ich extra hoch, weil Lamberger in die Ecke geht, gerne. Okay, A-Frame ist gut genutzt von dem Angriff. So, und jetzt. Runterbashen und okay. Einfach so ausweichen. Theoretisch hätte ich jetzt Franziska punishen können, aber
Es ist auch der Kampf und übrigens deswegen erschwert, weil ich manchmal mich mit den Feinden verwechsel, weil wir dieselben Charaktere sind. Aber ich bin soweit sogar No Damage. Sollte jetzt sogar ihr Game machen. Ja, wunderbar, okay. Also definitiv der schwerste Kampf. Die drei. So, und schaut euch mal an, wen wir jetzt vor uns haben. Das ist nämlich ein Boss, den wir nur mit den drei Schwestern und drei Fragezeichen würden bekämpfen. Oder eben hier in der ultimativen Auswahl. Denn auch Mopo hat eine X-Version, die wir also hier zum ersten Mal sehen und ihre eigene Lore hat. Und die ist richtig heftig. Wir sehen Mopo in einer dunklen, schwarzen Form. Dunkelflügeliges Unheil, Mopo Night X. Und ich hätte vorher vielleicht mal wechseln sollen, ach, Flamberger. Seine Lore. Am Tag der Entscheidung fliegt dieser flatterige Unhold in den Kampf. Wird er in einer Traumwelt oder in einem Albtraum landen? Nun, da er seine neuen Fähigkeiten meisterlich beherrscht, wird jeder seiner wahren Stärke gewahr werden. Ich benutze die Strategie gegen Metanight. Oha, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Hauptsache ist, ich gewinne, denn ich habe genügend Teil-Items, um mich voll zu heilen, egal was passiert. Und deswegen benutze ich gleich mal den hier. Das wollte ich eigentlich nicht, ich wollte Flambergas Flammen-Move benutzen, den hier. Oha, schaut mal an, seine Seelen fliegen ganz anders. Und der hat mega wenig Damage genommen von dem Ulti. So, wird er sich teleporten? Nein. Okay, ich konnte mich mit dem Sprung aus der Affäre ziehen. Ah, verdammt. Okay, zweite Phase. Der hat, glaube ich, keine neue Lore. Und die ist jetzt gemein. Oh, das wollte ich gar nicht. Verdammt! Er macht jetzt... Nein. Verdammt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber er macht da so einen Tornado, während er diesen Loop macht. Und der zieht einen in den Angriff rein. Es ist mega schwer, das ohne Übung auszuweichen. Und ich glaube, ich... Und das war's. So, aber jetzt schneide ich wirklich bis zum nächsten Mal Mopo Night, denn das würde sonst echt zu lang werden. Also, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, ich bin wieder zurück beim Mopo Battle und ich bin relativ gut durchgekommen und kann deshalb... Ich muss nur überleben. Also ich werde es wieder mit Flamberger machen. Die hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Aber ich muss jetzt aufpassen, weniger Damage zu nehmen und vor allen Dingen seine Ulti zu überleben. Also ohne Pumpen nochmal getroffen zu werden. Ah, zum Beispiel dadurch. Das macht man eigentlich auch wunderbar viel. Ah. Wunderbar viele Apples. Aber es ist schwer, ey. Denn seine Moves treffen eigentlich so durchgehend und er ist so klug. Frames zu arbeiten, ne?
und das geht eigentlich echt gut. Ich sehe da, wie ich da reingeschleudert gerade eigentlich. Okay, aber den machen. Auch da. Hey, der bringt sich in einen rein. Er wird sich weg zu reportieren, bevor er den macht. Den wollte er auch nicht pressen, den Angriff in seiner Ex-Form. Und wie gemein geht er, wenn man da versucht, unten drunter auszuweichen. Geht die letzte Seele extra runter. Und er blockt einfach die Ulti hier. Aber wir haben ihn. Er wollte zwar noch einen Tornado-Move machen, aber dazu ist er nicht mehr gekommen. Und da ich noch eine Maxi-Tomate übrig habe, kann ich mich nochmal vor dem finalen Boss vollheilen. Das Problem ist der allerschwerste von denen. Und da seht ihr es. Man kriegt sogar nochmal eine einzelne Kirsche. Das heißt, selbst wenn man alles verbraucht hat, wird man nicht komplett im Dunkeln gelassen. So, mit wem sollte ich da reinstoppen? Ich glaube, Poppy Sanne ist eigentlich aufgrund ihrer Blutheit am besten. Ich habe keine großartige Erinnerung an diesen Boss. Und das ist jetzt die X-Version von Void Terminal. Und seine Non-X-Version war ja schon... Da hatte ja schon mal eine verstärkte Version und jetzt kämpfen wir auch gegen eine, die nochmal verstärkt ist. Und da weiß ich jetzt nicht mehr, was jetzt noch an neuen Moves auf uns wartet. Wir müssen uns einfach mal überraschen lassen. Er leuchtet in dunklem Rot. Der wahrhafte Weltenzerstörer Void Terminal. So. Er steht auf, Herr der Dunkelheit. Zerstört Welten, taucht alles in Leid. Mal 4. Instrumental-Solo. Er steht auf und taucht, das ist doch irgendwie... Das ist ja die von seiner Standardversion, aber hat jetzt noch ein bisschen zusätzliche... So, und jetzt macht er bei seinen Punches 5. Und er kriegt gleich alle seine Augen auf einmal. Das heißt, er ist quasi schon die... Verdammt, ich hatte keinen Luftsprung mehr. Jetzt macht er auch in der Luft... Schockwellen. Okay, er ist so schnell. Ich komm kaum weg. Jetzt macht er sogar Punches und Schockwellen gleichzeitig. Man muss eigentlich mitten zwischen den Schockwellen durch, um da vorbeizukommen. Jetzt seinen Rücken zuerst zu erwischen. Okay. Vielleicht zwei Treffer. Jetzt muss ich ja auf die andere Seite. Ich springe extra, um ein bisschen Entfernung zu holen. Aber ihr seht, wie heftig der Kondos macht. Und jetzt kommt sein Auge auf der Stirn und er holt sich wieder die Donnerschwarte, ausgerechnet die am schwierigsten sind. Holt einfach alles. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache, aber ich weiche es aus irgendeiner Weise aus. Er macht doppelt den Holzangriff. Holy shit. Wir können
jeden Damage, den wir hier kriegen, ne? Wir müssen alle vier Phasen durchstehen. Oh Gott, ich hoffe, Poppy Sonne war die richtige Wahl. Okay, wir kommen in sein Herz. Okay, wir liegen, ich glaube... Void existiert in allen Dimensionen. Aber seine leuchtende Form in einer anderen Dimension war der Grund, der ihn zum Inhalt der Texte der Ältesten dieses Reichs machte. Aber wie geht es weiter? Werden zukünftige Schriften einen Weltenzerstörer oder Freund erwähnen? Oh Gott. Das ist ein ganz cool. Dieses rote Zeichen, da kann man, glaube ich, nicht zerstören. Aber der Move der Schwester macht richtig heftigen Damage, deswegen ist die Phase fast schon ein Freebie. Aber ihr wisst, es geht erst los in der letzten Phase. Ich bin so nervös, ob ich das schaffe. Ich muss das schaffen. Hier haben wir nochmal das Standard einfach mit diesem Bonus-Zeichen dazu. Ich weiß gar nicht, was in meinem Button eigentlich so richtig halten soll. Okay, ich gehe mal nach rechts lieber. Denn bei den Pfeilen sieht man eigentlich nur besser zur Seite ausgewichen. Ich bin ein bisschen näher an ihn ran. Gott, die kleinen noch, seht ihr, wie die da gewesen sind? Wir haben diesmal keine, Slow Motion da. Was machen wir jetzt? Die Axt? Hey, er geht an uns vorbei. Okay. Da hat er dann auch diesen mehrfachen gemacht, wo er auch in der Luft trifft. Jetzt kommen die Sperre, die sind das Schlimmste. Wir machen jetzt auch Schockwellen. Sind aber dafür... Oh mein Gott! Wow. Okay, wir haben die Slow Motion, das heißt, wir können erstmal den Rücken bombardieren. Und wir haben den Rücken... Und jetzt müssen wir nur noch den rechten Raum. Das schaffen wir noch, bevor er einen Angriff macht. Komm. Dann will wieder die Axt machen. Das ist gut. Das ist viel Zeit. Yes. Jetzt kommt das Finale. Mit dem Ultralaser. Aus der Superkrone. Da muss ich jetzt richtig timen. Damit ich den frühzeitig beenden kann. Ich weiß nicht mehr, wie er den macht. Er macht zwei Superkronen. Verdammt, ich hab's mehrfach gepackt jetzt. Weil ich an der Wand bin, habe ich da ein Problem. Vier Superkronen! Oh mein Gott, da muss man so drüber erkennen. Ja, gut! Er hat nochmal neu angesetzt. Boah, das ist so knapp, Alter. Dann mach's nochmal. Super. Meisterkronen heißen die übrigens nicht Superkronen. Holy shit, ist das intensiv. Aber no damage. No damage, Leute. Ich habe sehr, sehr viele Leben. Aber wie gehe ich in der letzten Phase vor? Ich weiß gar nicht, was er tut. Ich glaube, ich sollte zu Flamberger wechseln, aber ich weiß nicht, ob ich das so schnell schaffe. Und wir treffen jetzt auf den True Secret Final Boss. Die Astralgenese Void. Es ist jetzt ein weißer Kirby. Noch vor dem letzten Kampf unternimmt Void die ersten Schritte in eine neue Ära. Anstelle einer unbändigen Wut stehen jetzt Schläfchen,
sanfter Wind und Neckereien. Vielleicht träumt er auch wieder. Den Traum erneuter Freundschaft. Und ihr seht, sein Design ist jetzt eindeutig sehr Zero-like. Aber diese Lore, das ist einfach Kirby, was da beschrieben wird. Versteht ihr? Der Feuerboss ist sozusagen Kirby. So. Okay, er macht... What? What the hell? Ich kann das nicht ausweichen, Leute. Ich kann gar nichts davon ausweichen. Was ist das für ein Moveset? Damit. Ah, auch das trifft mich leider. Ich kenne leider gar keine Moves von ihm. Was macht er jetzt? Da kann ich mal gute Treffer in ihn reinkriegen. Und jetzt macht er nochmal einen Stamper, während er die Stage unter Wasser setzt. Und hört euch die Musik an jetzt. Das ist so unglaublich atmosphärisch. Da kriege ich so Gänsehaut an dieser Stelle. Alter, es ist so episch. Aber ich muss mich auf den Kampf konzentrieren. Ich glaube, ich sollte mich aus der Entfernung am besten halten. Er hat ja noch nicht mal seine Ultralaser gemacht. Ja, und jetzt geht er in die Form auf dem Berg der nächsten Angst habe. Er macht den Dark Mind Move. Und er trifft mich mit. Nein, ich... Komm, mach, lass uns den machen. Und die Musik war ultra gruselig. Das hat er gar nichts gemacht. Und er wird zu einer Ultra-Nova. Ich weiß nicht mehr, wie man das ausweicht. Ich glaube, er kommt erst unten, dann oben und dann schräg und dann durch die Mitte. Er ist eine unbezwingbare Naturgewalt. Komm, wir haben ihn aber. Komm, wir sind so gut. Was macht er jetzt? Er macht jetzt diese Superlaser. Es geht darum, wer macht seinen Laser besser. Nein, ich habe ihn in die falsche Richtung gemacht, oder? Oh. Heilige Scheiße. Ich hätte keine Chance gehabt, das auszuweichen. Und schaut euch an, was jetzt mit ihm passiert. Er ist völlig verwirrt. Er hat die verschiedensten Gesichtsausdrücke. Doch zum Schluss gibt es ein Lächeln. Oh mein Gott, was für ein heftiger Boss. Ich will ganz ehrlich sein, eigentlich habe ich es nicht verdient. Ich hab sehr ich habe sehr mit den A-Friends durchgecheased, aber ich hätte den Sonntag auch noch probieren müssen, um die Angriffe richtig zu lernen, wie man die auslegt. Also, ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse, wenn ich den Partisanen Laser einfach abused habe, so gut es geht. Und da wir jetzt die 100% vollständig gemacht haben in diesem Game, schalten wir etwas Neues frei. Im Hauptmenü gibt es jetzt eine Dream-Schaltfläche. Durch sie erhält Kirby das Aussehen als seinem Spieledebüt. Das gucken wir uns auch noch an. Und wir schauen uns auch noch auf meiner anderen Save-File die übrigen Traumbilder an, die wir leider nicht mehr vollständig bekommen, weil wir den Stuff leider zu spät freigeschaltet haben. Für sowas muss man dann halt einfach ein bisschen farmen. Aber das war, fand ich, ein großartiger Abschluss
auch wenn es da noch eine epische Stelle gibt in diesem Soundtrack. Da spielt dann tatsächlich die 8-Bit-Version von Kirby's Theme. Und das ist so Gänsehaut, Leute. Ich glaube, das zeige ich euch dann nochmal. Wir können jetzt das machen. Wir können Kirby zu seiner alten Version verlangen, wo es auch, da gibt es übrigens eigene Lore, angeblich sind das verschiedene Kirbys. Der hier heißt Kirb. Und da gibt es natürlich jetzt die Theorien, dass Void Terminal oder die Paralleldimension-Version von Kirby ist. Und dass der letzte Kampf sozusagen, naja, weiß nicht, entweder ist Kirby vielleicht doch das ultimative Böse, wir wissen es nicht. Oder es ist dieser Kirby, der Parallelwelt Kirby. Und da könnt ihr ihn jetzt sehen in seiner Form. Sieht mega knuffig aus. Also finde ich ein mega nettes Detail, auch wenn es jetzt nichts mehr gibt, wo man wirklich das verwenden kann. Aber es ist jedenfalls cute. Und ja, entweder Kirby ist das ultimative Böse oder vielleicht war der Kampf gegen Void gar nicht böse gemeint und sie wollten einfach nur ein bisschen Sport machen und sich messen, ihre Kräfte demonstrieren. Wer weiß das schon. Ich kann mir aber gut vorstellen, Kirby ist ja immer so ein bisschen eine kleine Yandere, die alles auffrisst und mit Herzen beschmeißt und Sachen tut, die nur eine Yandere tun würde. Also würde mich nicht wundern, wenn Kirby der ultimative Final Boss des Nintendo-Universums ist, das die Welt vernichten würde. So, jetzt werde ich aber erstmal, wir sehen jetzt, wir haben auch diese Datei hier 100% mit Platin-Krone. Und für die übrigen Puzzles gehe ich zu meiner anderen Save-File. Man kann die hier ranzoomen und erhält dann auch einen kleinen Sound aus dem Original Kirby Game, wo das herstammt. Das hier ist, wie wir schon wissen, das Kirby's Dream Land. Und da sieht ihr Kirb. Warum der Kirb heißt ohne den Y, ich habe keine Ahnung. Aber das hab ich so gehört. Kirby's Dream Land 2 mit den Freunden. Und da gab es Wispy in dieser Wolkenform. Das ist ein besonders episches Game, Kirby Superstar Ultra mit Galacta Knight, Max und Mask DDD. Auch ein sehr großer Meilenstein, irgendwann werde ich das mal spielen, in welcher Form auch immer. Es gibt zum Beispiel auf Switch Online Kirby's Fun Pack, also die Non-Remake-Version, die leider noch nicht die True Arena hat, aber trotzdem sehr cool ist. Kirby 64. Und das ist der Weltenauswahlbildschirm, glaube ich. Das sieht total weird aus, wie DDD da guckt. Kirby Mouse Attacke kombiniert mit Kirby and the Amazing Mirror. Aber die Musik ist Mouse Attacke. Wird sicherlich auch ein Teil Remix sein mit dem anderen, aber das höre ich gerade nicht raus. Kampf und die Krone, das ist Magolor, Kirby's Adventure Wii. Auch ein sehr episches Game mit einem epischen Finale und epischen Soundtrack, wie ihr hier hören könnt. Das Bild ist irgendwie so low, obwohl Kirby Triple Deluxe auch ein mega tolles Game ist, wo Taranza gerade die Idee entführt. Kirby Robobot. Für mich das zweitbeste Kirby. Da sehen wir diese Maschine, die dann Haltmann übernimmt im Hintergrund. So, und das sind jetzt einfach besondere Bilder. Hier mit der ersten, mit den Standard-Traumfreunden im Traumbrunnen. Der, glaube ich, aus Kirby's Adventure ist. Und schöne Musik. Die erste Welle Traumfreunde mit Goonie Race. Also gibt es das doch in diesem Game. Ich wage mich gar nicht, die nächste Musik auszuwählen, weil das Lied so toll ist. Aber ich mache es.
Dann Adeline, das ist auch so ein bisschen, schätze ich jetzt, Kirby's Dream-Kurs und der magische Regenbogenpinsel angelehnt ist, glaube ich, denn das hat so ein bisschen eine besondere. Da haben die Farben so eine besondere Bedeutung. Dort Meta Knight und der Roach haben nochmal ein gemeinsames Bild, das sehr cool aussieht. Noch ein Magolor-Bild. Da spielt erstaunlich fantasievolle Musik im Hintergrund. Taranza. Oh, nice. So, die Bilder kannten wir alle schon. Das hier auch noch. Die Schadensaufnahme im Pausenraum, das ist das Robobot-Bild. Sehr entspannend, der Soundtrack. Und das hier sind dann die drei Bilder, die man bekommt nach dem Abschluss des Dimension-Modus. Einmal eine schöne Strandfolge mit den drei Schwestern. Und oben rechts ist Kirby mit Kirby's Air Ride, glaube ich. Eine Anspielung. Und guckt mal unten, der Schatten. Derjenige, der das Bild aufgenommen hat, ist Heines. Also wenn das hier nicht das ultimative Beweis ist, dass es für die drei, vier ein Happy End gibt, dann weiß ich auch nicht. So. Dann hier ein Medley aus allen Final Bossen. Oben rechts Nightmare, oben Zero, Zero Two. Unten rechts ist Zero, darüber Max. Dann ganz unten in der Mitte Star Dream, Void Termina ganz in der Mitte. König DDD ist auf dem Stern mit drauf. Links oben ist Magolor, aber in der nicht finalen Form. Links unten ist Dark Mind in der normalen Form. Und darunter dieser Stern, das ist Mirac... Moment, wie ist es nochmal? Dark Nebula aus Curry Mouse Attacke. Dann sind da noch oben die ganzen Spin-Offs sind auch noch mit dabei. Da rechts dieses merkwürdige Teil, da ist der Boss aus Kirby und das magische Gong. Dann Kirby und der Regenbogenpinsel. Dann gab es noch das andere Teil da, das sehr schwer zu erkennen ist unter Magolor. Das ist aus den anderen Games, muss ich einblenden, wie das hieß. Sektunia ist noch drauf und oben neben Zero Two ist noch der Dark Matter Swordsman aus Kirby's Dream Land 2 und links dieses Skelett-Vieh, das ist aus... Ah, wie hieß das Game? Weiß ich leider auch gerade nicht, muss ich auch einblenden. Auf jeden Fall cool, alle Final Bosse auf einmal zu haben. Und wäre doch mal mega nice Idee für ein Kirby Game, oder? Wo alle Final Bosse auftauchen und jeder Boss ist ein Final Boss. Das wäre doch was. Und das allerletzte Bild. Kirby nimmt Abschied. Mit einer Träne in den Augen seht ihr das. Und der Schmetterling von Morpho Knight. Den mussten sie da auch noch hinbringen. Also, wenn es irgendwo noch offene Lore gibt im Kirby-Universum, dann definitiv da, was es mit ihm auf sich hat. Das wird noch sehr interessant werden. Und zu guter Letzt möchte ich euch nochmal den Soundtest zeigen. Da muss ich aber gucken, ob ich das finde. Oder ist es das hier? Nein? In der Jukebox gibt es so viele Lieder. Leider haben die keine Namen, deswegen weiß man nie, welches Lied welches ist. Manche sind auch nur so Soundeffekte. Das klingt aber nach dem finalen Void Termina Battle. Und das werde ich jetzt einfach zum Schluss noch ein bisschen laufen lassen. Denn ich möchte euch diese 8-Bit-Version zeigen, das ist so Gänsehaut. Ich hoffe, das hier ist die Astral Birth Void Version. Ich werde entweder rüberschneiden oder ich werde noch ein bisschen euch vollquatschen.
Das muss auf jeden Fall noch sein als Abschluss. Also, ich finde die ultimative Auswahl auf der allerhöchsten Stufe ist mit Sicherheit das Schwerste, was es jemals in Kirby Game gegeben hat. Die aus Kirby Robobot soll ebenfalls mega schwer sein, aber wenn man die letzte Stufe nicht zählen würde, die ja erst mit DLCs hinzugekommen ist, dann wäre Robobot noch eine Ticken schwerer, aber das hier war's. Ist nochmal eine Ecke gefährlicher, finde ich. Hat einen mega epischen Soundtrack, mega epische Lore. Ich meine, was kann es geiler geben als den ultimativen Super Kirby, oder? Also, es ist fast schon eigentlich der ultimative Abschluss für die Reihe. Fast schon die Frage, was als nächstes. Und ja, ich höre es jetzt. Das ist dieses Medley. Das war die Stelle, wo ich pausiert habe. Ich finde es so atmosphärisch, wie es dann einfach ruhig wird. Und dann diesen ultra heftigen Bosskampf haben, mit dieser ruhigen Mucke, die einfach das Main-Theme von Kirby ist. In orchestralisch. Hammer. Also absolut Gänsehaut. Es ist schwierig, den Kampf durchzustehen, alleine weil man so fasziniert von der Musik ist, finde ich. Und es tut mir in der Seele gut. Aber es gibt noch einen Teil, der noch mehr Gänsehaut ist als dieser Abschnitt hier, aber der kommt sehr viel später. Sehr epischer Boss, wirklich. Ich meine, ihr habt es gesehen, eigentlich hatte ich null Chancen. Ich wusste keinen einzigen Angriff, wie man den ausweichen soll. Wenn man aber auch jedes Mal die gesamten anderen Bosse machen muss. Es war übrigens insgesamt der vierte Versuch bei mir. Im dritten bin ich nochmal frühzeitig gestorben. Also ich hatte einen Depp bei den Schwestern, einen bei Moko. Einen dann nochmal vor Morpho, da bin ich gar nicht dahin gekommen, da war ich sehr unachtsam. Und im vierten hat es dann funktioniert. Aber weil ich das allererste Mal gemacht habe, da habe ich eine Woche gebraucht, wo ich jeden Tag das versucht habe und immer wieder aufgeben musste. Und es gibt wenig Games, die mich, vor allem wenig aktuelle und neue Games, die mich so extrem gefordert haben wie dieses Game. Und dafür liebe ich es einfach. Und hier muss das jetzt kommen. Die Ultra-Gänsehautstelle. Ich hoffe es zumindest. Deswegen bin ich mal durch. Es wird erstmal noch. Ja, jetzt wird's ganz ruhig und hört mal her. Oder? Ich glaube, es wechselt noch mittendrin. Jetzt ist es noch die Klavierversion. Die Stelle ist so nice. Jetzt, langsam. Jetzt wird's. Hört her. Es gab schon erste Anzeichen. Jetzt. Jetzt gibt's schon leichte Verschmelzungen der Melodie. Oh, ich finde es so nice gemacht. Das ist einer der besten Soundtracks aller Zeiten. Das bleibt immer noch im Hintergrund. Oder? Kommt es jetzt zu der Stelle? Der Ultra-Gänsehaut-Moment.
Okay. Ich finde das so nice. Ich weiß nicht, diese 8-Bit-Version da einfach mittendrin während des Bossfights, ihr könnt euch nicht glauben, wie hype das ist. Aber versucht mal so lange durchzuhalten gegen das Teil, das ist völlig unmöglich. Jetzt stellt euch vor, diese Stufe der Seelenschmelzer mit Koch Kawasaki. Ich weiß nicht. Vielleicht irgendwann mal als besonderes Special. Aber wir haben jetzt gerade, das ist jetzt so ein runder Partnummer, da weiß ich nicht, ob ich da noch einen extra Part machen will. Auf jeden Fall ist mega nice gewesen. Ich kann euch mal zeigen, ich habe hier damals in der ultimativen Auswahl habe ich mir auch extra mal irgendwann die Challenge gemacht gehabt. Ihr könnt jetzt sehen, mit wem ich das alles durchgespielt habe. Ich habe normal Kirby ohne Fähigkeit den Seelenschmelzer gemacht. Wobei das ist. Hä? Das hat die Krone, also muss ich es eigentlich geschafft haben. Aber da unten im Score ist keine Krone. Weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man den Seelenschmelzer schafft, hat man so eine Krone. Genau. Und wenn man Seelenschmelzer X schafft, kriegt man eine noch größere Krone. Und das habe ich Zulu mit Schirm gemacht, einfach weil ich Bock hatte. Ich habe es einmal mit Marulo, einmal mit den Schwestern gemacht, weil man die sich da halt freispielt. Und ich habe mit vielen der Freunde einfach aus Lust Seelenschmelzer gemacht. Aber X habe ich nur mit sehr wenigen versucht und geschafft. Und mit Koch Kawasaki. Oh Gott, das wäre so schwer. Vielleicht irgendwann mal als so und so viel Abo-Special, wer weiß. Aber ich glaube, für heute ist es erstmal genug. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Game zu let's playen. Es ist eins meiner, ja, Lieblingsgames überhaupt eigentlich geworden. Und ich fand, es hat es verdient, dass ich es so ausführlich zeige. Aber alles muss irgendwann enden. Und das ist heute. Genauso wie dieser Part langsam mal enden muss, denn er geht wirklich schon fast so lange wie ein Hyrule-Warriors-Part und das geht eigentlich mal gar nicht. Also, für alle, die bis hierhin dran gewesen seid, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich meine, wenn nicht, dann was macht ihr eigentlich auf hier? Was macht ihr eigentlich mit eurem Leben? Und ich schätze dann, wenn ihr schon mal so weit geschaut habt, dann könnt ihr sicherlich auch noch einen Daumen hoch geben, oder? Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei, wenn ich ein neues Game anfange. Irgendwann wird es auch noch weitere Kirby-Games geben, aber nicht direkt hinterher. Erstmal will ich noch andere Serien ausprobieren und mit euch spielen. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei, wenn mehr Zerstörung und Vernichtung und Void und alles, was heftig ist, dran kommt. Keine Ahnung. Ich bin völlig. Ich finde schon keine Worte mehr. Und dann hoffe ich, ihr seid wieder mit dabei, wenn ich wieder keine Worte finde. Bis dahin und tschüss!